aggressiv sein und so. Aber das mit den Shaolin-Mönchen da, das geht wirklich nicht. Ich hab einen Glauben, wurde tausendmal erzählt und da geht das nicht. Ich kann nicht sagen, das ist der Empty Step. Das ist der gebogene Stand. Das ist der Reitsitz. Das ist der Ausstellschritt. Der Tau, da oben, ist vielleicht ganz anders. Das ist vielleicht das der Ausstellschritt. Und vielleicht das der neue Reitsitz. Und vielleicht das mal der Empty Step und mal der volle Step. Das geht so nicht. Sie können die Worte benutzen, um das Turnen mit dem Spiel zu erweitern und eine Grammatik zu bilden. Ja, das geht. Aber was viel schlimmer ist, dann erzählt der Shaolin-Mönch da immer wieder, sehe ich auf den Shaolin-Filmen, erzählt er irgendwas von so, und dann macht er andersrum, und dann macht er andersrum. Hören Sie mal zu, das geht zu weit. Von der heiligen Kaiser, von Wenti, früher aus dem alten China, da gab es wirklich heilige Kaiser. Das ist doch wirklich wahr, das weiß doch wirklich jeder. Da kann man nicht das Tabu verletzen. Das würde ja heißen, wenn er zum Beispiel. Das ist schwer zu sagen, weil das eben das Tau ist. Aber Sie bitte werden das hier begreifen. Wenn zum Beispiel, wenn ich sage, Yang muss ich so rum und so rum. Nein, vielleicht ja auch so rum. Oder ich muss von dem gleichen Fuß so rum. Das weiß ich doch gar nicht. Oder ich bleibe korrekt und üben. Links, rechts, links, rechts. Das ist korrekt. Aber ich kann nicht einfach irgendwas sagen, mach andersrum und dann laufe ich in die Richtung und übe. Liebe machen mit der Behörde, müssen Sie mal nachgucken in den chinesischen Schriftzeichen. Ich hab's nicht jetzt so auf Wort, aber das würde das Inventiv, wo ich würde jetzt den Kopf abgeschnitten kriegen, nur weil ich's gesagt hab. Ich hab's ja gar nicht geahndet. Und das ist, wenn das Kultur macht, dann ist es aus mit dem heiligen Glauben. Und nee, also das schockt mich so dermaßen, wenn der ein gucken Sie sich den Kung-Fu-Film an, Entangling Legs, da wird dieses Sophia Loren-Syndrom auf die Schippe genommen. Mit die Shirley Temple darf keiner hauen und die Sophia Loren ist die angesehene Dame. Ja, dann haben wir erstmal ein Tau. Das wird natürlich auch geprüft, ob das Tau ist oder sind. Da ist ein Formgeist-Tabu drin, wegen der Entangling Legs. Das heißt sozusagen, sie ist nur auf Shan-Shan-Shan-Tänze aus Paris drauf und mehr nicht. So hat sie das Tau in den Schoß gekriegt oder geschenkt gekriegt. Und die ganzen Sifus, die sich da alle abtun, die fliegen alle auf die Müllkippe. Wo ist denn da die Gerechtigkeit von dem Tau? Wenn jetzt Langarmgreifer wie Seng Chang Sua Meng als Seng Chang Sua, dann ist er aus mit Kung Fu gegenüberstehen. Dann kämpft die gelbe Spindel, heißt es im Kung-Fu-System. Und das hat auch nichts mit andersrum Boxen zu tun. Und die Sünde von diesem Mönche ist dieses andersrum Boxen mit dem Langarm zu verbinden. Das heißt, sie skurrilisieren das Tau, um es angeblich alchemistisch zusammenzusetzen.
ohne dem noch ein Ohr schenken zu wollen oder dem nur ein Ohr schenken zu wollen, wenn es sich manifestiert. Im Christentum sagt man dazu Blasphemie zu. Im Taoismus sind wir lustig damit, sagen wir, das ist Spaß. Aber wenn das so massenweise Kultur ist, ist das irgendwie gar kein Spaß mehr. Die gelbe Spinne kämpft auf jeden Fall rückwärts. Von hier aus nach da geht sie rauf, zieht zurück und kämpft von hier an rückwärts. So und so und so. Da gibt es genaue Formen für. Da müssen Sie das einstudieren. Sie können den Rückwärtstritt, der wird in drei Innen- und Außenspanns geteilt. Von der Wade zweimal oder von Oberschenkel zweimal oder umgekehrt. Je nach gelbe Spinnentechnik. Und das ist nicht nur irgend so ein Schamanentanz, wo man irgend so ein Tier wird und sich irgendeine Kraft aneignet, sondern das hängt ganz genau zusammen mit den Tempelbrettchen und mit dem Ende des Tempelbrettchen und mit der Reihe der Schriftfolgen. Von dem hat sich das immer bewiesen, was man melden kann, an klare Meldung und nicht an irgendwelche Ausflüchte oder ja, lieber Kaiser, das konnte ich nicht. Ja, lieber Kaiser, das konnte ich auch nicht. Und mach mit mir, was du willst, du bist ja der Kaiser. So geht das nicht im Taoismus. Aber das wird ja gefilmt mit diesen Shaolin-Mönchen und so. Und mir wird schlecht davon. Und ich will da auch nicht mehr hingucken. Und ich bin auch in so eine Szene gegangen, wo so eine Shaolin-Mönche rumlaufen. Und da läuft irgendwie auch genau das Bild ab von dem, was immer überall als teuflisch beschrieben wird. Wo ich dachte, das gibt es gar nicht. Ich sehe das nur, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Man sieht das ja auch nicht so, aber wenn man dann damit zu tun kriegt, merkt man das ganz schnell. Das sind alles eingebildete, überkandidelte, die unterwerfen sich doch nicht irgendeinem Glauben. Das glaube ich nicht. Wenn, dann fühlen sie sich frustriert davon. Das ist doch merkwürdig.